Genau. Ich habe letzte Zeit einfach wenig, nicht, es geht nicht um die Lust, aber an sich doch wenig Zeit, Let's Plays zu machen. Ich habe derzeit etwas, muss ich mich mehr um mein Studium kümmern. Sei mir eigentlich bewusst, als ich mit dem Let's Play angefangen habe, dass mein Studium wohl auch da mal Zeit wegnehmen wird. Ich habe immer gedacht, bis zu dem Zeitpunkt wird es noch dauern, aber naja. Sowas kommt schneller, als man denkt. Was haben wir hier? Reaper-Kanone, langweilig. Gut, dann würde ich sagen, zuerst mal dorthin. Alles. Verwundbarkeit? Wie jetzt? Tarnfeld aktiviert. Aha. Optimal, ein Geschütz zum Hacken. Ich mag auch diese Art zu reden von den Grunts überhaupt nicht. Dieses Mechanische. Hört sich immer ziemlich strange an, finde ich. Perfekterweise lädt ein Laden diese Dinger die Anzugenergie sehr stark auf. Das werde ich natürlich ausnutzen. Und alles markieren, was es zu markieren gibt. Kollege, wo bist du? Dreh dich nicht um. Richtig. Ich frage mich aber trotzdem, warum die mich manchmal bemerken. Ich bin mir relativ sicher, dass ich lautlose Schritte geskillt habe. Also durch so ein Ding freigeschaltet habe. Trotzdem bemerken die mich immer wieder. Was ich, wie gesagt, sehr komisch finde. Das gefällt mir auch nicht. Einfach, naja, weil, wieso habe ich das sonst geskillt? Und dann ist es auch immer wieder schwer einzuschätzen. Ich weiß immer noch nicht, warum die mich bemerken. Ob es jetzt wirklich daran liegt, dass die meine Schritte hören. Oder vielleicht an was anderem. Komm, dreh dich nicht um. Ich könnte dich auch mit einem Pfeil abschießen, das wäre aber langweilig. Guck dir meinetwegen gerne die Wand an. Hahaha. Schön. Jetzt muss ich aber hier rein und das Ding ausschalten. Nicht nur ein Anzug, ein Exoskelett. Sie haben etwas, Prophet. Etwas, das die Seth nie haben oder verstehen werden. Gegner? Ja, da kommen sie wieder alle. Du willst mir was sagen, hä? Du denkst, die Aufladung des Nanosuits kann dir nichts anhaben? Dann pass mal auf! So, jetzt geht's wieder ab. Erstmal die Großen. Das sind, wie gesagt, die Schlimmsten. Ach, der ist schon tot. So, jetzt du. So. Wer lebt noch? Keiner mehr. So wie es vorher gesagt war. Hier muss noch ein Mind Carrier sein. Das ist einer von den Fetten. Hm, was mache ich gegen den? Erstmal enttarnen. Ich habe doch irgendwo noch meine Sprengladung, oder? Moment, Rex-Ladungen sind doch 4 oder 5. Vielleicht G? Habe ich ihn nicht mehr aufgesammelt? Komisch. Was mache ich gegen diesen Fettsack da? Jetzt bei 81%. Ich glaube, den umgehe ich einfach. Tachyonpartikel. Erwartete Kampfschiff-Exposition. 15 Minuten. Der hat auch keine Schwachstellen, genau. Echt dämlich. Ja, nicht echt schlau für die, aber echt dämlich für mich. Okay, hier habe ich wieder mehr... Oh, was war das? Hier habe ich wieder mehr Tarnung, also mehr Deckung meine ich. Das heißt, es könnte es uns um einiges erleichtern, jetzt hier lang zu gehen. Vor allem die Aliens rechnen auch gar nicht damit, dass ich komme. Die haben sogar noch den grauen Pfeil über dem Kopf anstatt den gelben. So, jetzt ganz langsam und vorsichtig hier drum kümmern.
Und sofort weiß der da Bescheid. Blöd für uns, blöd für die. Blöd für alle Anwesenden. Steht ja auch noch, Gefahr ist noch, sieht ja die Gefahranzeige an mir, die ist auch noch weiß. Das heißt, die Gegner in diesem Gebiet wissen noch gar nicht, dass ich überhaupt existiere. Was haben wir da oben? Wie komme ich da überhaupt hin? Weitere Gegner hier? Nee, nur die da jetzt kommen. Gucke ich mir mal an. Da kommt so ein kleines Bataillon von denen, 3 Leute. Die hier aber locker mal dran vorbeilaufen. Ich enttarne mich kurz, bevor ich weitergehe. Hoffentlich ist das da kein Vetter. Also diese, wie heißen sie nochmal? Ich meine diese richtig krassen Typen. Die kann ich überhaupt nicht ausstehen. Weil die kriegt man einfach nicht platt. Perfekt, ist einer von denen. Aber er steht mit dem Rücken zur Wand. Aber was heißt, er kann sich auch nicht mehr zurückziehen. Irgendwie habe ich den Tarnkill jetzt wohl doch noch bekommen. Aber die anderen haben mich bemerkt. Aber ich muss jetzt eh hier hoch. Das heißt, ich bin endlich vom Weg her schon richtig gelaufen. Nochmal, ich scanne noch einmal kurz nach Gegnern und Minen. Boah, die Minen hätten mich jetzt wieder geärgert, wenn ich drüber gelaufen wäre. Ich meine, das bin ich ja schon eh oft genug. Auch um die Minen muss ich mich kümmern. Wenn wir Glück haben, laufen Gegner rein. Wenn man vom Teufel spricht. Schön. Was haben wir hier? Eine Reaper-Kanone, nichts Besonderes. Und da wir es jetzt eh schon geschafft haben, nehme ich mir hier lieber die Reaper-Kanone mit und stelle mich jetzt hier rein. Jetzt wird wahrscheinlich eh wieder so eine Mega-Shooter-Szene kommen. Weil du nichts Menschliches mehr an dir hast. Sie haben keinen Namen. Ist er ein Self? Ist er überhaupt ein Rekombinant DNA? Gott nochmal, sieh dich an! So, wo sind die Gegner? So, da kommen sie schon. Denkst du, ich zerbreche an dem, was ich aufgeben musste? Ist es das? Ich werde dir zeigen, wozu diese Maschine in der Lage ist. Ha, kein Problem, die Gegner. Gut, der Rückschuss zu kontrollieren ist relativ einfach, weil der ist ziemlich berechenbar, ziemlich durchgehend. Ziemlich monoton nach oben. Noch mehr Gegner? Ich würde mich gerne jetzt im Rage-Modus genau um die kümmern. Ich glaube, das hat hier über die Minen gestolpert. Die Kühlsysteme müsste ich noch sabotieren. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Mache ich dann eben schnell. Wenn wir schon dabei sind. Nein, 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 nein. Okay. Glück gehabt. Ich glaube, ich bin jetzt durchgehend in diesen coolen Modus. Ah, jetzt muss ich das Wurmloch schließen. Ich glaube, wenn wir da dort sind, dann wird der Alpha-Seth kommen. Lass mich in Ruhe, ja. Ihr könnt eh nichts gegen mich machen. Treffe ich ihn überhaupt? Das ist gerade schwer zu sagen. Den habe ich getroffen. Aber auf die Distanz ist die Waffe doch recht wirkungslos. Wobei, nee, doch, es geht. Es geht, aber sie ist nicht sehr genau. Ist aber auch nichts, was man von einem Schnellfeuergewehr erwartet. Leute, du musst auch noch kurz dran glauben. Zack. Gut, weiter geht's. Leider sind wir jetzt durchgehend in diesem Modus, wie ich glaube. Das heißt, wir können jetzt auch nicht mehr im Tarnmodus hier rumlaufen. Ich glaube, ich muss da rüber. Ich glaube, so wie ich jetzt laufe, geht's gar nicht weiter. Leckt mich. Wir sind jetzt unbesiegbar und in diesem Unbesiegbarkeitsmodus und wir können alles abballern. Spielerisch nicht das Beste.
Vielleicht soll es irgendwas, ja, Erzählerisches sein, irgendwas auf den Spieler wirken. Es gab jetzt eigentlich nur eine Stelle, wo ich das eigentlich ganz gut fand, wo das irgendwie gepasst hat mit diesem Unbesiegbarkeitsmodus. Und das war bei Splinter Cell. Es gab mal einen Splinter Cell, der neueste, glaube ich sogar. Nicht der jetzt rauskommt, wie hier ist er nochmal. Nicht Blacklist, sondern der davor. Da gab es einen Teilabschnitt, wo man richtig wütend war. Festgestellt, dass seine Tochter doch nicht tot war, wie ihm gesagt wurde. Was alle ihn belogen haben. Alle Freunde und so. Da war man richtig wütend und war deswegen nicht unbesiegbar. Aber man hat automatisch alle Gegner markiert und war deswegen eigentlich doch unbesiegbar. Dann hätte ich sich schon extremst dämlich anstellen müssen, um da zu sterben. Da fand ich, hat es irgendwie gepasst. Vom Missionsdesign und von der... und von Dings, wie heißt das? Und von der Story. Aber... was soll ich sagen? Spielerisch war es nicht gut. Ob es hier jetzt passt, naja, finde ich nicht wirklich. Okay, wir können schon nicht mehr sprinten. Wir hecheln schon wieder. Wir müssen jetzt eh ins Wurmloch springen. Ist das jetzt der Alpha-Seth? Ich glaube nicht, oder? Die Kühlsysteme hatte ich jetzt keine Lust mehr zu sabotieren. Der hätte mir zu weit laufen müssen. Fürs Let's Play jetzt dachte ich jetzt unangemessen. Wie gesagt, ich möchte mich in Let's Plays nicht so gerne mit sowas aufhalten. Alpha-Seth vernichten. Ja. Jetzt kommt der Endkampf. Da ist er. Unser Gegner. Du Hurensohn. Du und ich. Genau wie geplant. Komm schon. Okay. Wir sind direkt tot, obwohl wir unbesiegbar waren. Wir können leider auch nicht mehr unsere Einstellung wechseln. Oh, ein Jaw. Was mache ich da gegen den? Eigentlich möchte ich die Reaper-Kanone. Du Hurensohn. Du, ich möchte eigentlich das hier haben. Und ich. Genau wie geplant. Komm schon. Moment, habe ich nur das Sniper-Gewehr? Ich glaube schon. Gut, nehmen wir mal das Scope. Und dann drauf, ne? Kleine, was bleibt uns sonst über? Ist das die Gauss? Ich glaube schon, oder? Was zur Hölle war das? Wie mache ich das denn? Ich bin auch außerdem so scheiße langsam. Ich kann nicht sprinten. Ich kann gar nichts im Grunde machen. Das ist extrem nervig. Hier, nimm das. Endlich. Du Hurensohn. Du und ich. Genau wie geplant. Komm schon. Okay, dem bin ich irgendwie ausgewichen. Fragt mich echt nicht wie. Was mache ich jetzt dagegen? Ich glaube, ein bisschen rumspringen. Weicht eigentlich ganz gut aus, oder? Kann ich schlecht sagen. Ich habe ein schlechtes Trefferfeedback vom Gegner. Okay, jetzt muss ich wieder, glaube ich, die Leertaste hämmern. Kann das sein? Ja. Sind Sie da? Sind Sie okay? Okay, jetzt habe ich zwar ein bisschen Schaden bekommen. Dieser Anzug gehört mir. Aber ich kann es wieder ändern. Technologie weiterentwickelt. Okay. Nehme ich gerne mit. Ich halte doppelt so viel aus wie du. Was habe ich hier für Gegner? Oder besser gesagt, für Hilfe. Okay, erstmal mache ich mich unsichtbar. Dann scanne ich mal alles. Ich glaube, das Ding kann mir helfen. Das ist, glaube ich, ein Geschütz. Ja. Das hilft mir. Auch wenn es nicht so viel Schaden macht, es macht zumindest etwas. Perfekt. Danach habe ich gesucht.